So, moin zusammen. Ich melde mich dann doch noch mal ganz kurz vom Shop, weil den kann ich eigentlich jetzt aufnehmen. Jetzt habe ich nämlich kurz Zeit, weil wir momentan Betriebsausflug fängt nämlich gleich erst an. Von daher habe ich gedacht, komm, zeige ich euch gerade noch einen Shop. So, ihr seht unten für die, die jetzt schon länger dabei sind, unten der Code ist neu. Heißt, das ganze Spiel fängt wieder von vorne an und für alle die, die nicht wissen, was es damit auf sich hat, einfach in der Videobeschreibung gucken, da habe ich extra ein Video verlinkt, wo ich mich einmal vorstelle und wo ich halt auch erkläre, wie der Code zustande kommt etc. Und wie man den halt einlösen kann und generell. Und für alle anderen, die nächste Zahl kommt bei 150 Abonnenten. So, das war die Kurzfassung davon. Ich würde sagen, gehen wir direkt mal rein in den Shop. Oh, der Sumpfmann ist wieder da. Der gute alte Sumpfmann. Ah ja, aber auch da selbe Meinung. Mir gefällt kein Skin, wo man das Gesicht drunter sieht. Ist zwar so ganz schön lustiger Skin, aber den würde ich mir echt nicht kaufen. Selbst wenn ich ein Geschenk bekommen würde, würde ich mich wirklich nicht freuen. Das wäre halt so, ja gut, danke. Also, ich weiß nicht, ne. Ja, so sieht er eigentlich doch ganz nice aus. Aber wie gesagt, mich stört halt dieser Kopf. Aber im Prinzip sieht man seinen Skin ja eh immer nur so. Das ist das halt. Und das darf man halt auch nie vergessen. Man sieht seinen Skin immer nur so. Also muss er eigentlich einem so gefallen. Weil meistens gucken wir von hinten drauf. So, was haben wir denn noch im Shop? Was Neues? Oh, die ist echt neu. Die Sumpfjägerin ist neu. Okay. Aber klar, 800 V-Bucks-Skin. Ist halt nichts Besonderes und die Haare, die sind natürlich auch ein bisschen crazy. Also da kannst du ja eine Familie drunter bauen. Mit Überdachung. Also mit den Haaren da ist denn irgendwas nicht so ganz gelungen, glaube ich. So, gucken wir gerade mal weiter. So, die Disco-Kugel ist wieder da. Genau, wollte ich gerade sagen, da gehört doch eigentlich der Skin dazu. Der Fucky Kommando. So sieht er natürlich ganz fresh aus. Ein bisschen einen auf Apo machen. So, dazu auch die passende Frau. Auch das Rückenaccessoire. Hier ist das Rückenaccessoire, halt die goldene Kugel. Aber die passt halt wirklich auch nur zu dem Skin, ey. So, das war das. Dann der Bombasto. Den habe ich noch nie gesehen. Der war auch bestimmt gefühlt zweimal erst im Shop und ist nicht gerade sehr beliebt. Heute ist alles rund, was auf den Rücken kommt. Der, oh Gott, ach, der hat ein Holzbein sicher jetzt erst. Also, ne. Ne. Gut, vielleicht jetzt, weil Borderlands rauskommt, dass sie dann auf dem Trichter sind. Beziehungsweise Borderlands ist ja jetzt draußen. Gefühlt spielt ja gerade jeder. So, dann machen wir mal Knieklatscher. Wenn das kein Monte-Tanz ist. Das sieht nach Monte aus. Ist nicht das da, aber wenn er so runter geht. Warte. Jetzt. Das ist Monte. So, dann haben wir noch den Skin, also den Waffenskin, immer auf den Roboter gucken. Also im Roboter sieht er fresh aus, aber auf der Waffe, naja, da gibt es auch wieder Besseres. Aber ich bin ja auch von COD ein bisschen verwöhnt. Als Holoscan, okay. Ja, es ist halt nur die Frage im Spiel, ob das dann nicht ein bisschen. Also ist sie dann durchsichtig im Spiel oder ist sie grün? Weil hier wirkt sie ja grün, aber das kann sein wegen dem blauen Hintergrund und die Lichteffekte. So, dann haben wir hier die Abtrünnige. Halt klar, ganz normale Standard-Skill in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, da brauche ich mir keine, brauch ich keine 800 V-Bucks für auszugeben. Für so einen, in meinen Augen nur ein Standard-Skill.
So, und dann haben wir Disco Fieber. Ach Gott, der ist ja auch schon 100 Jahre alt. Schnell einen Schluck Kaffee getrunken. So, dann würde ich sagen, habt ihr alles schon gesehen? Ja, also Tagesaufgabe werde ich heute vielleicht ganz spät heute Abend noch hinkriegen, aber ich denke eher nicht, weil Betriebsausflug unter Bauarbeitern. Ich glaube, ich bin froh, wenn ich daheim bin dann. Und wie gesagt, wegen den Teamaufgaben, ihr seht ja, bei den Herausforderungen, ich habe halt gestern wirklich noch reingesuchtet. Die hier war schon mit meinem Sohn oder mit einem von euch. Und das hier wird die Hammeraufgabe. Ich glaube, da. Ich denke, da werden die meisten dran hängen bleiben. Aber ich habe ja gesagt, eventuell machen wir einen Livestream, beziehungsweise wir werden einen machen, weil ich will die Aufgabe ja auch schaffen. Und werden halt irgendwie versuchen, das gemeinsam zu machen. So, dann würde ich sagen, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen und haut rein und vergesst nicht ein Abo da zu lassen oder ein Like oder ein Kommentar. In dem Sinne, haut rein.